Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Es ist dunkel, deshalb starte ich die Runde mal mit einer gesunden Mütze Schlaf. Wir haben immer noch den Auftrag, das Försterhäuschen fertigzustellen. Und nachdem ich ja in den letzten Folgen so glorreich die Kiste eingeräumt habe, die da, wo sie steht, gar nicht stehen bleiben soll, werden wir uns da mal ein bisschen der Inneneinrichtung annehmen. Da ist ja jetzt außer einem Bettchen und so noch nicht viel drin. Das werden wir jetzt gleich mal ein bisschen ändern. Ich habe schon Möhren mitgenommen. Ich wollte noch ein paar Blümchen mitnehmen für den Herrn Förster. Gras brauchen wir nicht, aber vielleicht nochmal ein paar Ranken. Ein bisschen von diesem Zeug hier. Eine Hecke kann ich mal da direkt abschnüpseln, da brauche ich jetzt nicht extra für hier sein. Stein. Einen Ofen wollte ich dem guten Mann noch basteln. Fackeln haben wir. Aber er braucht ja vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen so einen Tisch und sowas. Da nehmen wir auch nochmal was von mit. Ein paar Eichenholzbretter. Wir haben noch eine Druckplatte. Und so kontrastemäßig. Ich guck mal, wie es aussieht mit der Schwarzeichentreppe. Ansonsten habe ich ja da drüben alles Holz eigentlich, was ich brauche. Und kann mir dann dort basteln, was ich möchte. Ups, ein kleiner Ruckler. Mein Rechner ist noch nicht ganz wach. Es ist noch relativ früh am Morgen des 1. Mai. Und ich bin halt auch noch nicht so lange wach. Und meine Stimme offensichtlich auch nicht. Hallo, was ist denn hier los? Türen habe ich noch gar keine. Da denke ich, kann man mir das mal verzeihen, dass ich noch ein bisschen... Ha, ich weiß, was ich vergessen habe. Einen Wassereimer. Hatte ich hier nicht auch im Bett stehen? Also, das habe ich in der Tasche. Die Maus, hallo? Würdest du mal bitte reagieren? Das wäre ganz schön. Ja, schon besser. Ich hoffe mal, dass das jetzt mit den Geräuschen halbwegs funktioniert. Ich habe auch noch mal wieder ein bisschen an der Lautstärke der Musik gearbeitet. Die ist jetzt bei mir sehr leise. Aber ich denke, dass sie im... Wenn man das... Ganze sich dann anschaut, in einer relativ angenehmen Lautstärke sein sollte dann. Ja, ich würde sagen, ein paar Bücher wären noch ganz cool. Da muss ich dann wohl doch nochmal an meine Kühe ran, wa? Machen wir das mal eben. Ein bisschen Zeug haben wir ja noch. Gehen wir nochmal eben Kühe beglücken und ein paar Kühe abschlachten. Guten Tag, meine Damen. Ich bekomme Angst. Ich bekomme gerade massiv Angst. Hier ist auch noch eine. Komm, du kriegst auch was. Und ihr hier, die ihr im Zaun steckt. Alle glücklich sein. Alle. Und wir ohne Fahrschein? Ich glaube, das waren jetzt alle. Hilfe! Hier durchgeknallten Kuhviecher. Ich ziehe sicher immer daneben treffe. Großartig. Ja, ich weiß, ihr kleinen Kühe. Guckt mich doch nicht immer so an, wenn ich das mache. Ich lasse euch doch genug Mamis da. Dass ihr groß werden könnt. Komm her, du hast das, ne? Ja. Ein bisschen ausgedünnt hier das Ganze. Das waren ja auch schon wieder unheimlich viele. Erfahrungspunkte gibt es dann auch gleich noch mit. Das tut mir leid. Wie viele Leder gab es denn jetzt insgesamt? 12. Ist ja nicht so viel. Mm-hmm.
Es gibt hier so eine schöne Mod, mit der man Zombiefleisch zu Leder brennen kann. Das wäre was, wo ich sagen müsste, das fände ich ganz cool, wenn man das allgemein einführen könnte. Ne? Notch? Zuhören? Weil ich halt doch äußerst ungern immer zu Kühe schlachte. Ich mach das, also es tut mir wirklich in der Seele weh. Vor allem, wenn ich immer die erwische, die die ganzen Kleinen hinterherlaufen. So, jetzt sind noch vier große übrig. Das sind unsere Standardkühe. Die dürfen leben bleiben. Ich meine, die vier ersten, die sind wahrscheinlich eh schon eines grausamen Todes gestorben, aber mein Gott, man kann sie halt nicht auseinanderhalten und ich habe keine Nametags, mit denen ich sie benennen könnte. Das werde ich, sobald ich Nametags habe, werde ich das tatsächlich machen. Die Kühe werden Namen kriegen, sodass wir unsere Kühe immer behalten. Und nicht ständig uns neue suchen müssen. So, Bücher. 16 Stück. Das ist ja schon mal eine ganz anständige Zahl. Da haben wir noch zwei. Ach, wir haben nur 14 gekriegt. Na gut, dann haben wir jetzt insgesamt 16. Nehmen wir nochmal ein bisschen mehr Holz mit. Das bisschen, was wir haben, reicht nicht. Der Mann kriegt jetzt einfach Bücher, damit er welche hat. Na, auch so ein Förster liest vielleicht mal ganz gerne eine Runde. Das ist jetzt auch wieder so diese Deko-Geschichte. Ein bisschen Knochen könnte ich noch mitnehmen. Was wollte ich jetzt hier reintun? Genau. Ich kann gleich mal eine Runde aufhören, mich vegetarisch zu ernähren, so viel Zeug, wie ich inzwischen habe. Knochenmehl ist dann dafür da, dass wir ein bisschen Blümchen noch pflanzen können, die dann natürlich wachsen. So. Jetzt habe ich die Wassereimer mitgenommen und kein Wasser. Wir haben direkt vor der Haustür Wasser. Man merkt, ich bin heute voll im Plan. Irgendwie hakelt meine Maus auch ein bisschen. Also ich bin voll auf der Höhe. Heute schlägt mich keiner. So. Schuttidu. Jetzt hat er natürlich den vollen Wassereimer ins Inventar gepackt. So. Jetzt dürfte die Erde auch ein bisschen durchweichen. Und wir können ein bisschen Zeugs pflanzen. Da kriegt der gute Mann drei Möhrchen. Und zwei Weizen. Und ein Eichengarn. Die ich, glaube ich, gerade spontan noch mal woanders sind pflanze. Du solltest das über den Zaun schmeißen. Ach, denn nicht. So, der gute Mann, ich sagte es ja bereits, kriegt ein paar Blümchen in seinen Garten. Da darf auch eins wachsen. Vor allem aber bekommt er jetzt hier von mir... Ich habe doch Schwarzeichentreppen im Inventar. So, da. Hier eine schöne Bank hin. Beleuchtung ist da ja schon. Und dann gibt es gleich noch ein paar Blömsken.
Außerdem darf hier noch sowas wachsen. Oh, jetzt ist das hier aber duster im Busch. Ja, es sind auch wieder Riesenbäume gewachsen. Nun gut. Aber das ist, irgendwie ist das cool. Irgendwie ist das extrem cool jetzt. Ich muss halt gleich mal wirklich nochmal durchgehen und hier ein bisschen... Beleuchtung unten drunter stellen, weil sonst wird das hier nichts. Jetzt haben wir hier zu viele Monster. Und ich fürchte, ich muss tatsächlich auch das hier nochmal ein bisschen abändern mit dem Zaun, weil die sind offenbar sehr empfindlich, was den Platz um sie herum angeht. So. Ups. So, was wir jetzt gerade mal schnell basteln. Das sind zwei Türen. So wegen der Sicherheit und so. Und dann pflanzen wir da noch ein Blömsken. Da. Siehst du wohl. So möchte ich das haben. Da haben wir auch noch einen Blümske. Na, und dann kann der hier schön sitzen in seinem Garten, so ein bisschen vor sich hin sinnieren. Und die Welt schön finden oder auch nicht. Spinnen und Skelette und Creeper beobachten. Et langsamer. Ne? Dabei, die Jungs, die tarnen sich, ne? Man, von Weiben denkt man, da stehen Kakteen und stattdessen stehen da drei Creeper rum. Ich finde das ganz furchtbar, dass die inzwischen in Gruppen spawnen. Das ist grauenvoll. Komm, dann machen wir das hier nochmal groß. Na, so wohnt er hier so. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich hübsch. Damit wäre die äußere Einrichtung eigentlich schon erledigt. Habe ich jetzt eigentlich schon oben gemacht? Nee. Dann machen wir das nochmal fix. Man muss ja auch was haben, wo man sich wärmen kann und so. Wo stelle ich den denn mal hin? Ich stelle den mal dahin. Nee, da steht er nicht gut. Also erstmal kommt hier hinten ins Eck das Bettchen vom Förster. Das darf der gute Mann behalten? Ja, ich weiß. Da können wir uns jetzt erst mal kurz reinlegen. Dann ist der gute Mann ja ein Lesemensch. Das heißt, er bekommt hier auch ein paar Bücherregale hin. Es gibt eine kleine Essecke. Da muss ich nur noch mal eine zweite Druckplatte eben machen.
Nee, gibt Tapper. Dann würde ich sagen, machen wir eben mal nochmal eine neue Doppelkiste. Die wir nicht genug Holz dabei haben. Aber wir haben ja hier unsere tolle Kiste. So. Na, Mensch. So. Sammeln wir ein. Dann kommt hier nämlich die große Försterkiste hin und ihr kommt